Wir machen hier gerade ein statistisches, psychologisches Experiment und werden erkennen, dass ein Tortendiagramm dafür ideal ist. Und zwar die Aufgabe ist es, Freihand aus diesen drei Figuren, Dreieck, Kreis und Rechteck bzw. Quadrat, ein Männchen zu malen. Und zwar so, wie es jeder mag. Es mag Leute geben, die sagen, das Gesicht mache ich als Kreis. Ich kann ein kann die Augen als Dreieck machen, aber auch als Kreise. Ich könnte auch andere Augen machen, indem ich die eckig mache. Ich kann Ohren eckig ranmalen. Ich kann Ohren so ranmalen. Ich kann Haare als langgezogene Rechtecke. Ich kann sie spitz machen. Ich kann sie auch als Locken machen. Es gibt kein richtig, kein falsch. Ich kann eine Knollennase machen. Ich kann genauso eine eckige Nase machen. Ich kann einen runden Mund machen, als wenn er staunt und so weiter. Ich kann wie beim Schneemann so einen Hals und so einen Körper machen. Solche Arme. Ich kann aber auch solche Arme machen oder gar spitze. Auch mit den Fingern und so weiter, mit den Beinen, den Füßen, nur aus diesen Grundfiguren. Wohlgemerkt, bei den Haaren oder bei den Armen werden die höchstwahrscheinlich dann etwas langgestreckter sein. Aber die Grundfigur muss erkennbar sein. Das ist unsere Idee. Und da hatten wir 2 Minuten Zeit zu. Die sind nämlich gleich abgelaufen. Und dann werden wir sehen, was bei den Einzelnen herausgekommen ist. Wichtig ist, dass die Schüler nicht gegenseitig abgucken, damit sie sich nicht beeinflussen. Denn der Test sagt sehr viel über die eigene Persönlichkeit aus. Den kann man noch spannender machen und noch viel wissenschaftlicher, aber schon mal dieser Vorgeschmack darauf wird uns dann einiges an Erkenntnissen bringen. Jetzt sieht man hier oben, die Zeit ist bei 1:53. Wir sind in 6 Sekunden, 4, 3, 2, 1, fertig. Ich mache hier mal Pause. Jetzt werden wir eine Tabelle fertigen. Und zwar die Striche, die lassen wir am besten weg. Ich lasse mal weg. Und jetzt fertigen wir eine Urliste und sagen so, wie viele Figuren finde ich? Und die streichen wir ab. Also, Beispiel, ich fange hier oben an. Ich habe hier ein Rechteck, ich habe ein Dreieck verwendet, ich habe einen Kreis verwendet. Ich jetzt hier. Ich habe bei dem Ohr wieder einen Kreis. Ich habe hier einen Kreis. Immer abstreichen, damit man das nicht doppelt zählt. Ich habe ein Dreieck, ein Viereck, ein Viereck, ein Dreieck. Und mache hier entsprechend dann, wenn ich genug habe, hier nochmal einen Kreis. Zeige ich nochmal. Das war der Kreis. Hier ist noch ein Kreis. Fünf, ne? Oder andersrum. So rum oder so rum durchstreichen. Dann weiß ich, das sind fünf. Und ihr fertigt jetzt eine Urliste an. Und macht das so lange, bis ihr wirklich jedes einzelne Element erfasst und abgestrichen habt. Beeilt euch. So, jetzt zählen wir das Ganze zusammen. Also ich habe hier 14 mal Dreieck und so weiter und so fort. Kann man hier ablesen. Und wir wollen aber aus diesen Dingern ein Kreisdiagramm machen. Das sind zusammen, wie viele Striche? 14 plus 4 sind 18, 9, 27 Striche. Also 27 ist die Gesamtmenge, ne? 27 entspricht 100%. 27 Striche, das entspricht 100%. Also vollen 360 Grad, könnte man auch sagen. Jetzt wollen wir daraus ein Kreisdiagramm machen. Bereitet das mal auf. Das heißt, wir müssen hier ausrechnen, wie viel Grad wir hier verteilen. Erst die relative Häufigkeit. 14 sind wie viel von 27? Also 14 27stel sind rund. 9 27stel sind rund und 4 27stel. Ausreichend genau. Ganz schnell. Wir machen mal eine ganz lockere Rechnung. Ihr habt natürlich eure eigenen Werte. Ich sage, ich nehme das alles mal 4 und weiß dann ungefähr, wie viel Hundertstel das sind. Das stimmt hier nicht ganz genau. Bei allen ausrechnen, macht mal. Machen wir es lieber so. Nebenrechnung wäre hier viel genauer. 14 durch 27 und dann Rattenschwanzrechnung ist 0, und dann kriegen wir auch die Prozente raus. So, ich habe das jetzt praktisch als Hausaufgabe weitergegeben und zwar, jetzt kommt gleich schon die Auflösung des Rätsels. Wir haben hier, ich schreibe es mal jetzt schnell als Zahlen hin, 52% entspräche also Dreieck, nochmal gucken, Dreieckkreis, ja. 33% entspräche Kreis und die 15% entsprechen also dann diesem eckigen Ding. Jetzt mache ich Farben rein, ihr werdet euch gleich wundern, warum. Ihr macht ein Kreisdiagramm, Tortendiagramm, und zwar 52% wird dann rot gefärbt,
Der Kreis unbedingt schönes, dunkles, sattes Grün, ganz gemütlich, warum sage ich gleich. Und das wird blau. Und so komisch wie es klingt, jetzt mache ich das mal ganz schnell hier. Schwupp, Kreis, 52%, das heißt also hier ein bisschen mehr als die Hälfte, ganz bisschen mehr, mache ich jetzt mal rot. Da sieht man nämlich gleich was ganz Verrücktes dran. Das entspricht ungefähr meiner Persönlichkeit hier. Ich habe das zwar jetzt hier getürkt, aber ich kenne meinen, ich sage jetzt mal den Namen dazu, Struktogramm, wie ich strukturiert bin, wie ich gehirnmäßig aufgebaut bin. So, dann 33%, das ist rund ein Drittel. Ja, machen wir das so ungefähr. Na, ein schönes, gemütliches, warte mal. Ja, so ungefähr. Das ist das. Das ist bei mir grün. Und ich verrate gleich mal, was ich für ein Vogel bin. Und ich sage euch dann auch gleich, was das bei euch bedeutet. Und der Rest ist blau. Unbedingt ausmalen, denn das ist eines der wichtigsten Aussagen in diesem Struktogramm. Was heißt rot? Rot steht für Action. Schnelles Reagieren. Naja, Action sagt eigentlich schon alles. Auch mal Risiko. Wer, bitte? Hm? Unbedingt rot fürs Dreieck, grün fürs Dings. Und so weiter. Also ein ziemlich fixer und nicht unbedingt überlegender Mensch. Also schnell reagieren, wenig überlegen, sofort handeln und so weiter. Da kommen wir dann noch genauer drauf. Grün. Warum das so ist beim nächsten Mal? Grün ist Gemütlichkeit. Gemütlich. Gerne mal was Gutes essen. Gerne mal schlafen. Genauso wie hier meistens viel Sport treiben. Und jetzt kommt der blaue Teil. Kühl überlegen. Kühl überlegen. Also nachdenken. Richtig drüber nachdenken. Lange drüber nachdenken. Bevor man handelt, erstmal alles ausbaldowern, ist das wirklich so, dann kann ich es machen. Kühl überlegen. Vom Äußeren her auch, hey! Vom Äußeren her auch eventuell sogar ein bisschen, also es scheint so zu sein, abweisend. Also nicht gleich so gemütlich, ach kommen Sie rein, hier haben Sie einen Kaffee, wollen Sie auch einen Kuchen, sondern bitte setzen Sie sich. Ne, so auf diese Art und so weiter. Also wir kommen dann nochmal auf die einzelnen Farben zu sprechen. So, und dieser Anteil, der rote, der überwiegt bei mir. Wer mich kennt, der weiß, ich fliege gerne, ich mache lauter Blödsinn. Und ihr habt es eben selbst an diesem Hey gehört, da wird nicht lange gefackelt, sondern da werden Störungen unterbunden. Gemütlich, mit mir kann man gerne sich mal hinsetzen und einen Kaffee trinken, ich schlafe auch gerne mal. Oder gehe mal gerne gut essen und das hier ist nicht meine Sache. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber man erkennt sehr viel an der Persönlichkeit. Ihr könnt ja mal unter dem Stichwort Struktogramm etwas im Internet nachlesen. Und was die einzelnen Farben bedeuten. So, das war's. Findet ihr das gut? Igitt, sage ich auch.